Hallo, hallo, hallo. Oh, wir haben noch keine Musik. Hi. Und jetzt haben wir Musik. Nice. So. Ja, weitere Runde Satisfactory. Das können wir entfernen. Das können wir entfernen. Und ich wollte jetzt den Bahnhof fertig bauen und hier die Fabrik eigentlich beenden. Mal gucken, wie wir das hier am geschicktesten machen. Ich habe aktuell noch nicht so recht die Ahnung, aber werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird sehr viel, sehr stressig. Oh. So, räumen wir hier auf. Okay, das war nichts, aber dann machen wir hier weiter. So. Und dann, ich will das hier einigermaßen ordentlich haben. So.
Okay, das hier muss auch weg. Ja, das kriegen wir aber auch hin. Oh Gott, so. Moin! Ja, Deko. Ich bin am Deko bauen. Ich will das hier hübsch machen, bevor ich zur nächsten... wie gesagt, zur nächsten... Moment. Das geht nicht? Will auf mich verarschen. Okay. Ich will hier das Gebäude fertig bauen und die Fabrik, bevor ich zur nächsten Fabrik übergehe, weil sonst, so wie ich mich kenne, wird das nicht gut enden. Also, auf Deutsch, ich werde die Fabrik nicht fertig bauen. Deswegen... mache ich das jetzt sofort schon fertig. Das sieht geil aus. Ja, und so in der Art soll es dann aussehen, hier unten in dem... Und von hier oben kommt das runter und irgendwann dann werden wir das Ganze ans Zugnetz eintragen. Moin, Swang to Swang und schönen Freitag dir auch. Und wie viele Stunden hast du jetzt drin im Spiel? Give me a moment. Also auf Steam 223 und jetzt auf dem Server, ich glaube 180. Kann man irgendwie analysen? Moment. Das kann man doch bestimmt hier... Kann ich sehen, wie viel ich ein bestimmtes Spiel gestreamt habe? Dankeschön. Naja, Skyrim ist bei mir noch schlimmer.
Kann ich hier sehen? Kategorie oder so? Nö. Okay, da müsste ich dann mal irgendwann später mal gucken, ob ich sowas rausfinden könnte. Das würde mich nämlich auch noch interessieren, ob ich sehen kann, was ich an Streaming-Time da drin habe. Ah. Nice. Oh, Grünzeug. Grünzeug geht gar nicht. Ja, soweit ich weiß, ja, mit Funk zusammen hat er das gespielt. Aber ich glaube, die haben entschieden, das ist kein Spiel für die zusammen. Oder die sind dann so weit gekommen, wie sie wollten, und dann war's das. Also so genau weiß ich das jetzt leider nicht.
schon. Irgendwie hatte ich noch eine Erinnerung daran. Ja. Die haben das aber auch eskalativ auch, also. Verdammt. Die haben das auch eskalativ gespielt. Ich glaube, ich bin der Meinung, Gronkh hatte da einen Bus-gegen-Bus-System. Also zwei Hauptstränge, die sich durch die gesamte Basis gezogen haben, mit allen Materialien drauf. Und ich glaube, das ist auf Dauer echt anstrengend. Das dann so umzusetzen, dass das passt. So. Hallo. So.
Gott, oh Gott, oh Gott. Nice Submarine, was steht da hinter dir? Die Box von Two Worlds 2? Oh ja. So, oh. Viel Spaß im Lurk. Ich versuche hier weiter zu bauen.
Gott. Nee. Dann uiuiui. Ist das anstrengend.
Okay, die laufen fast alle. Wäre interessant zu wissen, wie viel hier pro Minute hergestellt wird. Gibt es dafür einen Mod?
So, wie sieht der hier aus? So.
Nice. Oh.
So, welches Fenster nehme ich denn hier? Das dürfte... Cool. Ich würde mal eben ganz kurz auf Klo laufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.
So, noch eben fix eine Pizza in den Backofen geschoben. So, ich glaube, ich baue mir eben die Rippen einmal als Vorlage. Abend. Na, was geht? Okay, über Jahre alt, ansonsten wie neu. Na? Was geht bei dir? Oh.
wenig. Ich lenke mich nur ein bisschen. War heute auf der Bär. Oh. Oh, fuck. Ja, das ist kacke.
So.
So, meine Pizza. Oh Gott. Ich mache heute mal Stream frei. Morgen quatschen wir dann über das AKW frei. Meine Mütze ist schief. Ja, und ich muss mir jetzt meine Pizza holen, weil sonst wird die schwarz. Also, geht mal einen kurzen Moment. Hallo. Was willst du denn bei dem besprechen? Dankeschön. Ich war noch nicht da. Also muss ich da mal gleich hin. Bisschen. Ganz wichtig, nur rechts drehendes Uran verwenden. Oh Gott. So. Bei Joghurt wäre es dann nur ein gewisser Drang, ein stilles Örtchen zu brechen im AKW. Nun ja. Müssen wir mal gucken, ne? Ob das so gut funktioniert.
Oh Gott. Also auch bei den Nubbels wird ein AKW stehen. Das heißt... Also so wird das ungefähr kommen. Und so wird das dann ungefähr angeschlossen. Oder so wird das dann angeschlossen. Ja, also hier, den Streifen hier könnte man nehmen. Und da müsste man gucken, ob man wirklich bis nach unten geht oder dass man dann sagt, okay, wir gehen hier so runter und dann so rein. Ich glaube, für die Kühlrippen brauchen wir, glaube ich, die AKWs, oder? Also zumindest die untere Reihe, dann wissen wir ungefähr, wie wir die platzieren können. Okay. Oha. Weißt du schon circa, ab wann du morgen online sein wirst? Ah, okay.
Ja, dann weiß ich Bescheid, dann brauche ich mir keinen Stress machen. Das wollte ich damit eigentlich rausfinden. Kann man hier irgendwo noch zwei Container hinstellen für Platinen und für Computer? Oder die hier. Eins links, eins rechts für die Platinen einfach hier ransetzen und eins rechts für die Computer. Was hältst du davon?
So, dann bauen wir hier eben noch was ran.
verdammt.
So, dann setzen wir doch hier mal einfach ein Flach. So, gibt es hier noch?
Oh. So, wie war das denn hier unten?
Okay. So, ich würde mal eben fix eine rauchen gehen und dann dekorieren wir hier weiter. Also mache ich eine ganz kurze Pause und dann bis um 18 Uhr werde ich zocken, also noch so eine Stunde. Also, bis gleich.
Hello. Na? Was geht? Ich glaube, ich muss mir mal Dachdesign und Häuser angucken. Weil ich habe keine Idee, was ich hier mache. Ja, oder?
Deswegen sage ich, ich weiß gerade nicht, was ich tue. Jo, jetzt brauchen wir erstmal Beton. Jetzt kriege ich echt
Kopfschmerzen, wie das Gebäude aussehen wird für die Brennstoffstäbe. Ich glaube, das mache ich nur halb. Das ist Servus. Das ist echt nicht spaßig, das Bauen. Das sieht echt aus wie eine Scheune.
Solarpanels sollten sie einführen. Oh ja. Ich glaube, das wird nochmal richtig nice aussehen. Hier liegt kein Stroh drin. Ja. Und dann ich muss packen. Alle denen, die man nicht mehr sieht, einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Ich bin auch demnächst weg. Also um 18 Uhr werde ich losfahren. Also nicht losfahren, sondern... muss ich mich umziehen und dann werde ich abgeholt. So. Ja, ich will auf den Geburtstag und ich weiß noch nicht, wann ich wieder da bin.
So, oh Gott. Wie kannst du soziale Kontakte? Ekelhaft. Oh ja. Waren die auch nicht da? Nee. Habt ihr Rezepte für Aluminium geändert? Das weiß ich nicht. Kein Bauxit mehr. Doch. Aber das kann erst später freigeschaltet werden, vielleicht. Ah, oh, im Rezept vertan. Okay.
Oh. Oh Gott, oh Gott.
Oh, Kacke. So, dann machen wir die Rundung noch fertig, ey. Stick.
So. Ja, die, was heißt hochkonzentriert, das ist total. Bekackte Arbeit. Also mir macht das konzentrierte Arbeiten an Fabriken mehr Spaß. Also, da kann ich mich anders fokussieren. Hier ist das wirklich einfach dieses stumpfsinnige. Ja. Also wenn du den Rechner ausmachst, sieht man nichts mehr davon. Ja. Das finde ich aber nicht ganz so schlimm. Weil ich könnte ja trotzdem sagen, dass ich das hier nicht mache, sondern einfach nur die Fabrik hinklatsche. Und dann lasse ich das Ganze. Aber irgendwie gehört es dazu. Und daher macht das irgendwie doch ein bisschen Spaß, aber es lenkt einen doch mehr ab, als man denkt. Oder das Hirn schaltet einfach ab und sagt, das könnte auch sein.
Ja, genau, und ich will eigentlich auch nicht. Also das Gebäude ist jetzt hier echt nicht hübsch, würde ich sagen. Aber ich will jetzt damit nicht aufhören und dann habe ich hier einfach nur so diesen hässlich schwebenden Block stehen. Dann kann das eher auch hässlich verkleidet sein. So, aber ich glaube, für heute werde ich nicht mehr machen, sondern jetzt dann Feierabend. Ich werde mich noch umziehen müssen und dann können wir morgen hier einfach die Front fertig machen mit einem klareren Kopf. Und dann die nächsten Fabriken bauen. Wir brauchen eine Kupferfabrik, eine Eisen-, Katerium- und Quarzfabrik. Und das wird ziemlich lustig. Da bin ich echt noch hart am Überlegen. Wie man das cool umsetzen kann. Ja, siehst du das hier in der Entfernung? Das hier? Was hier so lang geht, das ist mein Bauxit. Damit es dahin geht, zu dem Pilz da. Oh, ja, dann würde ich es mit dem Zug fahren lassen oder so. Von hier oben alles mit Fließband nach da hinten und da ist ein Zug und der fährt's dann alles darüber. Ja. Also. Also ich würde da einfach, jetzt wirklich platt gesagt, warte. Ich würde mir hier so einen einen Turm bauen, einen zweiten Turm bauen. Also das könnte ich nur empfehlen und dann machst du dir irgendeine coole Fläche oder sowas. Also dass das cool aussieht und dann wirklich einfach. So bauen, dass du dann Türme hast, die sich am Boden orientiert und dann die Strecken dazwischen oder... Oh Gott, okay. Ja, das ist dann ein wenig wahnsinnig. Weil das Gute an diesen Bauplänen ist halt wirklich, du kannst eine coole Konstruktion bauen, scannst die ein und sollte die falsch platziert sein, kannst du die Gesamteinheit weglöschen. Oh, nice. Okay. Naja. Ich würde dann jetzt Feierabend machen und dann kriegen wir das ja hoffentlich morgen fertig. Und dann machen wir mal wieder eine vernünftige Fabrik. Ja, kann ich auch. Oder du machst dir Kurven und sowas schon mal rein, die du dekorieren kannst. Und dann brauchst du alles nur noch aneinander stecken und kommst echt schnell voran. Ja, genau. Ja, dann bis morgen und Dankeschön. Ich hoffe, ich werde Spaß haben. Mal gucken. Also, Schirrjö und auf Wiedersehen. Schönen Abend euch noch und dann bis morgen. Ciao.